machen hier. Ich werde jetzt die Vermisste suchen. Oh, ich bin. Kirsche sitzt da. Kirsche läuft hier auch rum. Ich sehe es gerade. Ah, ich reise erst. Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Kirsche läuft hier auch rum. Wohin denn? Ich muss mich zusammenreißen. Also, wenn du jetzt guckst hier. Ja, Olli, wenn du jetzt den Stream guckst, ich stehe genau davor gleich. Ja, ich weiß, ich sehe. Aber ich kann nicht weit springen. Ne? Ich spring schon. Oh. Ich mach schon den Spring ins Feld. Ich habe eben gerade Klaus aus der Likörfabrik getroffen. Oh, macht er schön Likör da? Aber richtig. Kirschlikör? Der macht Kirschlikör. Allison hat mir ein Ohr abgekauft. Vermisst. Tatsächlich. Ich werde es jetzt mal annehmen. Stellenangebot muss ich auch lesen. Echt nicht schlecht. Sicherheitsaushilfe gesucht. Familie Lombardi sucht eine bewaffnete Person für ein bestimmtes Aufgabenfeld. Es geht um eine befristete Position, die der Unterstützung eines spezifischen Projektes dient. Diskretion hat oberste Priorität. Die Kernaufgaben der Positionen werden dem erfolgreichen Kandidaten zum Zeitpunkt der Einstellung bekannt gegeben. Interessenten können, die mehr erfahren möchten, sollten mit Fabio Mondario bei Quentino sprechen. Die Person, die wir suchen, ist gewissenhaft, akribisch und vor allem erfahren. Die Vergütung ist verhandelbar. Und sollte zur beiderseitigen Unzufriedenheit Zufriedenheit ausfallen. Gut, dann Missing in Aktion. Vermisst Jack Hunter, Journalist. Hinweise an Oscar Gonzalez in Crater, Appalachia. Gekauft. Wanted. Hilfe gesucht. Aufforderung. Fähigkeit. Schwer zu heben. Stört sich nicht an einer Sauerei. Bereitschaft, ein Kumpel zu sein. Melde dich bei Sam in Sams Saltwater Taffy an der Promenade. Gut, Leute. Wir haben jetzt einmal Höllenadler, die Säuberung und ab geht der Klaus-Peter. Oha. Es werden Dinge geschehen. Wir wissen nicht warum, aber ich ahne schon Schlimmeres. Also wir müssen auf jeden Fall zur Promenade in Atlantica City Co. In Atlantica City Co. Also, wo hast du jetzt bitte? Weitspringen Resort. Soll ich so lange warten, Erik? Ja, Herr Siemstein soll erst mal kurz hier an seinen Kämpfer. Alles klar, gut, dann warten wir, weil Sie ja mit soll. Das ist ja, also die Questkirche kann jeder annehmen hier, ne? Weißt du, wir müssen da nachher bloß Folgendes machen. Wo Giuseppe ist, da ist das denn. Wir müssen bloß Folgendes machen, Kirche, dann müssen wir immer. Also Kirsche Rolli, wenn ihr das jetzt annimmt, dann muss ich immer die Krone weitergeben, ne? Das Sternchen, wenn ich mit durch bin, ne? Ach so, naja, dann machen wir das nach und nach. Ja, können wir auch machen. Genau, so habe ich mir das gedacht. Also ihr kennt das ja noch vom PTS, deswegen gab es Update. Big Boy Jump, herzlich willkommen zum heutigen Livestream der Fallout Legends in Fallout 76. Hallo. Hallo. Atlantic City. Sowas gibt es an der Küste kein zweites Mal. Du brauchst es vielleicht nicht. Aber jemand anderes ganz. Habt ihr Spaß? Ja, doch, den Umständen entsprechend, ne? Ich hatte schon so lange kein Essen mit richtigem Geschmack mehr. Sie hatte schon lange kein Essen mit richtigem Geschmack mehr. Meine Arbeit ist sehr bereichernd. So, Kirsche, du singst, Rolli spielt Gitarre, ich werde den Flügel bedienen. Nee, ich Gitarre. Ich hab gedacht, wir kegeln eine Runde. Ach so, gut, ja, denn du. Was? Was soll ich bedienen? Du singst. Du singst. Ich sing? Du wahnsinnig. So. A one. A two. Okay. A one, two, three, four. Laufen die Mädchen, keiner mehr steht. Unser Häuptling heißt Rote Locke. Wir verbrauchen viele Frauen und alte Räuber. Wir klauen und hauen uns reichlich auf die Glocke. Oh, das war ja. Na, passt doch. War doch gut. Ich hab einen Vorhänger dran. Wir sind ja die Combo für leichte Musik. Genau. Aber ich bin jetzt schon in guter Stimmung, sagt er hier. Jetzt schon? Ich noch gar nicht. Meinst du, was das Ding in die hat, Sig? Nee, alles gut, bald noch. Hält 2 Sekunden. Du kannst aber auch das Tambourine spielen da. Gesundheit wieder her. Ja, gut. Okay, dann spiele ich hier. Was ist das? Trommel. Die ist wirklich gut.
Aber ich kann die nicht so. Ich hab zu viel Mods. Nee, das habe ich bei der alten Indianer schon gespielt. Ich. Darf man das überhaupt noch so sagen? Alte Jane, alte Sache. Ich sag das alles. Ich lass mir eine Nummer vorschreiben. Ich auch nicht. Ich weiß auch bloß nicht. Guck mal. Du, Charlie. Bei ne? Die alten Federträger. Guck mal. Die alten Federträger, die Charlie, ich auch nicht. Ich kenne das seit Kindertagen. Du kennst dich damit besser aus. Was sagst du dazu? Warte. Kennst dich damit besser aus als ich. Ist meine Lieblingswaffe. Da du schon mal hier bist, kannst du auch in die Zukunft investieren. Hält zwei Sekunden Gesundheit wieder her. Also pass auf, wir machen jetzt gleich. Ja, ist doch super. Wir gehen jetzt gleich an einen Ort, ne? Auf nimmer Wiedersehen. So, pass auf, wir starten keine Expedition, bloß dass ihr Bescheid wisst. Sondern wir gehen tatsächlich rein und zwar nach Atlantic City. Yes, sir. So, das geht einmal jetzt Escape. Dann drücken wir R, Atlantic City, und dann müssen wir zur Promenade. Da ist auch übrigens so ein Marker. Promenade, ja. Und dann gehst du in den Bezirk reisen. Nicht neue Expeditionen starten, sondern zum Bezirk reisen. Ja, genau, darum geht das ja. Dann kannst du nämlich zum Bezirk reisen und kannst diese Quest machen oder kannst dich da einfach so umgucken, Charlie. Boah, das ist eine Menge. Ah, okay. Also zum Bezirk reisen, ne? André, du kannst erstmal mit Alle Dude, wir sind fertig. Das ist gar kein Problem, André, ne? So, guck, dann hast du keinen. Dann reist du auch nicht mit dem Vertibird durch die Gegend, Charlie, sondern du bist sofort da. Mhm. Dann wirst du da hingerissen. Da bist du hingebeamt. Da bist du da hingerissen. Guck mal, Simi. Alter, wie hast du das gemacht, Simi? Ehrlich, komm, das hat deine Frau für dich gemacht, sei ehrlich. Ist jetzt ruhig. Aber ich glaube, wir haben es tatsächlich zu früh gemacht. Ich glaube, wir hättest es eher machen müssen, damit wir dann sagen, wir. Ich sehe nämlich keinen hier. Genau, hier, wir sind jetzt für uns allein. Ja. So, dann gehe ich wieder zurück. Aber Simi ist ja bei mir. Ja, der hat dann später gedrückt. Ich bin ja genauso, wie du gesagt hast, drück auf R und so habe ich es gemacht. Auch. Gut, dann werde ich hier wieder rausgehen. Ich gehe zurück. Warte, ich gehe auch zurück. Warte mal, So, dann gehe ich jetzt. Ich bin jetzt bei gesund und sicher. Gut. Du solltest doch da bleiben. Nein, komm jetzt hinterher. So, hier sind jetzt auch keine Figuren, die ihr jetzt noch anklicken könnt. Hier die Zwillinge sind nicht da und so weiter. Ne? Bloß, dass ihr Bescheid wisst. Klappt das? Aber hier kann man mit sich Sachen. Ich kann auch nicht. Ich bin noch Schnellreise. Achso. Ich komme gleich hinterher. André, was sagtest du? Ich kann man doch mit Sicherheit schöne Sachen schnorren, ne? Ja, hier kannst du hier Dinge machen. Diese Show gestern Abend war sowas von Baba. Sehe ich aus wie ein Butler? Geh jemand frag mal jetzt den Freund, wo sind wir denn jetzt? Kleiderroller? Also, Thorsten, wenn ich das so richtig sehe, Atlantic ist Atlantic City Promenade. Du, pass auf, du gehst... können wir da alle hin oder nur quasi eine Gruppe? Gesund nur und sicher, was soll denn dieser Quatsch? Okay. Das hat er nur zwischendurch eingefügt. Oh, Mann. Naja, das... Das war... Wir wollen doch jetzt diese Quest machen. So, und dann steht ja Promenade, sich dem Teamleiter anschließen. Das wäre sehr schön. Ja, das bei mir steht immer noch zum Bezirk reisen. Ach, und jetzt? Ja. Wir bleiben hier drin. André. Ja. No, wir bleiben jetzt drin. Ja, ich sehe schon alle. Kirsche, ich habe dich auch schon gesehen. Ich sehe noch Kommt da mal aus dem Zelt raus hier. Was macht ihr da drinne? Wir knutschen. Wollt ihr mitmachen? Nee. Da kriege ich Ärger mit meiner Frau. Dann haben wir das auch hingekriegt. Andrew, hi. I'm very well, Andrew. Welcome to my live stream, Andrew. I'm very happy. Thank you for watching my stream, Andrew. Happy New Year. Nee. Greetings to Russia. Darf man das sagen? War Charlie? Auch falsch. Klar. Gut, danke. Greetings to natürlich. So, was müssen wir jetzt machen, Mr. President? Jetzt müssen wir einem Marker folgen. Und zwar, wir müssen jetzt nach Norden. Norden. Da steht nämlich eine Figur hier. Ach so.
Ja, Rolli, ich muss auch erstmal gucken. Das haben wir ja das letzte Mal auf dem PTS gemacht, weißt du? Touristen hier. Ja, ja. Hier stehen hier auch hübsche Ladies übrigens, Rolli. Also da Finger weg. Da wirkt ja nicht mit B-West. Natürlich warst du. Ich habe sogar Beweisvideo, dass du dabei warst. Nee, nee, auf dem PTS. Na klar, Junge. Nee, da wirkt nicht. Nee, nee. Nur gucken, nicht anfassen. Wie war das? Ja, ja, ja. Genau. Hä? Hä? Wo bist das du denn hingelaufen? Läufst war wieder irgendwo da oben. Läufst du übers Dach oder was? Ja, ich hab mich eben verflogen. Nein, was? Ich hab mich eben verflogen. Hier einmal umgeguckt, da jetzt hier unten. Oh. Jetzt muss ich Salzwasser-Sam anquatschen hier. Oh, guck mal, hier. Schick sie da aus mit deiner weißen Buchse. Wie kann ich dir Ja, Sam, ich komme wegen der Rollmops. Ich meine, wegen der Stellenangebote. Wie wunderbar. Einfach wunderbar. Warum Sam, ich bin wunderbar. Du mir nicht etwas über dich? Ach, Sam, komm. Also, Appalachia wurde von mir gerettet, weil ich der größte Held aller Zeiten bin. Ich habe alle gegen die Verbandenseuche geimpft und ich bin ein Radfahrer der stählernen Bruderschaft. Ich tue nur meine Pflicht. Sauber machen ist meine Leidenschaft, voll und ganz unglaublich, wie perfekt der Job für mich ist. Ich bin nur Waldbewohner. Nein, hier das Erste. Du hilfst also gern. Natürlich. Naja, ist doch klar. But happy, happy Easter, sagt er. Unsere Weise. Hallo, glückliche Ostler. Der Job. Würdest du mir bitte zum Ort des Vorfalls folgen? Natürlich. Nach dir. Es ist ganz in der Nähe. Gut, los geht's. Also, bin ich fast gestorben. Das war aufregend. Nee, das war ja du auch hast doch kein anderes. Lampenfieber. Ja, das ist die neue Quest. Erik, ich danke dir übrigens wieder, ne? Bitte. Weil das ist aber leider mehr so unscheinbar, ne, Erik da oben zu sehen, für eine Neuigkeit, ne? Naja, das ist klar, Erik. Hab vorhin Schüsse gehört. Wie gesagt, bei mir ist es schon ein paar Tage länger her. So. Ach so, du hast ja schon 100 Mal gespielt. Ich hatte mal verdrängt, das Ding, Bums, Bums. Müssen wir jetzt da rein? Ja, als Teamleiter erst muss ich rein und dann müsst ihr mir helfen. Sonst bist du da solo drin. Jetzt geht das Ding ja hier auf der Bühne und mit den Eiergranaten und diesem ganzen Kram, was wir auf dem PTR schon geübt haben. Ach so. Ah. Die schwere Kiste alleine tragen musste, ne? Kann mich dran erinnern. Apropos, so ein Clowns-Klamotte müssen wir hier wahrscheinlich auch noch anziehen. Ich ahne schon Schlimmes. Ich wäre ja froh gewesen, wenn ich mal eine Quantum gefunden hätte, aber ich finde aber keine. Hast du irgendeine Vorliebe? Aufräumen ist gut. Dinge aufheben, sie ordnen. Gib mir die größte Sauerei, die du hast, die schmutzigste. Du verstehst, wie köstlich die Früchte der Arbeit schmecken können. Na klar. Wenn ein scheinbar unlösbares Problem aus der Welt geschafft wurde. Wir sollen die Überreste einer Produktion beseitigen, die es nicht bis zur Premiere geschafft hat. Nein. Durch eine Tragödie kam es zu dieser Unordnung. Okay. Sammle den Müll auf und wisch das Blut weg. Aha. Die Requisiten sollten zurück hinter die Bühne. Falls du irgendwelche Habseligkeiten findest, solltest du sie entfernen. Die Vergangenheit bleibt am besten vergangen. Alles klar. Ich hab mich mit Conny gerade wieder vertragen, deswegen. Weißt, ne? Ich bleibe in der Nähe. Rolli, ich wurde ja übergerumpelt, wurde ich. Hier, Rolli, das ist was ganz Tolles. Das mach du mal. Du bist der Einzige, der das darf. Ja, zack, hat hier ein Teddy den Kopf abgerissen. Was müssen wir jetzt machen? Blut wegschmieren hier. Ach so. Blut wegwischen hier. Und dann habe ich eine Requisite gefunden, eine Waffenrequisite habe ich gefunden. Dir. Okay. Ja, hier irgendwie müssen hier noch mehr Blutflecki sein. Ne, warte mal, ich habe jetzt vier. Guck mal, hier auf dem Tisch ist was, war es da schon? Angeblich. Da ist Blut drauf, weg, sauber. Was haben wir hier? Hier oh Gott. Hier auf dem Tisch auch. Ja, hier bei Kirche. Ein Zettel habe ich gefunden. Liebe Eltern,
Für eure Anstrengung in der ersten Probewoche muss ich euch von Herzen danken. Nachdem ich von euren farblosen Darbietungen so gelangweilt war, dass mir schon die Tränen kamen, habe ich jetzt erkannt, mit vor allem, wenn nee, der Quatsch dazwischen, das kann man nicht lesen. Mensch. Schnucki, komm mal hier, mach mal hier sauber, bitte. Oh, ja. Jetzt ist aber richtig sauber hier, du. Oh, jetzt muss ich noch Müllhaufen aufsammeln. Da unten ist noch Müllmannsdörfer hier. Ja, auch. Ach nee, Fedora habe ich gefunden. Ich glaube, hier liegt auch Müll. Yeah. Ja, auch. Bei mir? Ihr müsst mir mal sagen, wo der Mist liegt. Ich muss den ganzen Kram hier wegräumen. Ihr müsst bloß mit dem Finger drauf zeigen, ne? Meditativen Zustand. Ich hab ein. Also hier, wo ich stehe, ist auch noch alles voll. Hier, wo ich stehe, ist auch noch. Ja, guck mal hier, überall. Hier, genau. Hier bei Master Siebenstein. Ey, alter Mann. Erst bei Kirsche. Da haben wir. Ja, hier bei die. Ihr müsst sagen, wo ist das? Ah, hier, danke, hier André. Hier, ja. Oh, ich hab hier noch eine Hose. Guten mal, Gerda. Guten Abend. Oh, guten Abend, Gerda. Schön, dass du da bist. Wie viel brauchst du denn noch, Thorsten? Sie geht immer. Warte mal, ich hab 3 von 6, jetzt brauch ich noch 3. Was, okay. Müllhaufen? Nein, und zwar muss ich Decke auf, was während der Produktion passiert ist. Also 3 Dinge muss ich noch aufdeckeln. Das ist schwierig für uns, weil wir es nicht sehen. Ja, ich sehe auch die Marke alleine leider nur. Muss man da jemanden ansprechen denn? Oder finden? Oder was? Oder wie? Oder Requisiten aufstellen, aha. Der Krummerhund. Gut, das habe ich gemacht. Jetzt muss ich noch 3 Dinge finden. Also die Requisiten musste ich hier reinräumen. Kirsche, das musstest du, glaube ich, auch schon mal machen, ne? Da kann ich mich entsinnen. Das mache ich jetzt das erste Mal. So, da hinten ist noch ein Marker. Ich will aber jetzt noch nicht mit Klaus sprechen. Ich muss noch 3 Decke auf, was während der Produktion passiert ist. Also 3 Dinge muss ich noch aufdecken hier. Dann deck mal. Mal schauen. Die Decke. Deck deinen Tisch, deck dich. Warum ist meine Dose leer? Ich frag mal für einen Freund. Was haben wir hier? Es gibt so eine etwas größeren Dose, die arbeiten mit Druckluft. Ah. Ist noch? So, noch 2? Bisse. 2 Sachen noch. Die 3. Ich aufdeckeln muss. 4. 3. Ich dachte, du hast die zu hoch oder 10. Ja, ich sehe hier auch nichts mehr. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Komme ich jetzt dichter? Aber genau dasselbe Problem hatte ich damals auch, dass ich immer nicht wusste, wo ich hingehen sollte. Aber? Denn irgendwann haben wir es geschafft. Das lässt uns hoffen. Sagst du. Das kriegt Thorsten auch. Was? Wow. Echt? Da. Ey, Fliege, verpiss dich. Sieht man. 7 auf 1 Schlag kann ich machen. Das will ich sehen. Jetzt hat Märchen nicht. Hast du denn musst auch unten nach den Markern gucken, ne? Oder guckst du noch so rum? 37, 36, 34, 35. Ganz was anderes in der Hand. 25. Eine leere Dose, ja. Ja, ein Totschläger. Ja, auf den Typen komme ich jetzt zu, das ist richtig, aber jetzt muss hier noch, im Bereich muss jetzt hier noch irgendwas sein. Also es muss hier auf der Bühne sein. Hier, der nicht. Ist das. Achso. Ich bin's. Jetzt bist du gerade im Bereich gewesen, ne? Aber ich weiß nicht. Ja, ich weiß. Das ist das ja. 5, 4... Guck mal, nach Aktenkoffern hier, oder...
An der Seite habe ich schon. Hier ist die Tapete eingerissen. Hat das was zu bedeuten? Ja, dann hätte ich da einen Marker dran gehabt, aber da. Ach so, okay, okay. Aber dahinter könnte das ja eventuell sein. Ja. Oft weiß man das nicht so genau. Ach, du musst, guck mal, jetzt hast du was gesehen. Dreh ich nochmal um, da ist ja dieses Holoband. Lag da auf dem Tisch, hätte ich gesagt. Nee, also. Du bist da dran vorbei oder hast du es aufgenommen? Thorsten. Das Holoband hatte ich ja schon. Ja, aber hier liegt noch ein großes, dummes Ärgernis. Ich halte es mit Brutus nicht mehr aus. Früher war er mal ein großer, dummer Beschützer, aber jetzt ist er nur noch ein großes, dummes Ärgernis. Zuerst dachte ich, es wäre jemand anders gewesen. Gestohlenes Make-up, Kleider, die nicht so lagen, wie ich sie zurückgelassen hatte, vielleicht ein wild gewordener Fan oder eine andere Tänzerin, die neidisch war. Dann fing er damit an, die Türen abzusperren, das ganze Licht auszuschalten. Ich war eine ganze Nacht lang in der Dunkelheit gefangen. Aber es kam noch schlimmer. Stell dir vor, wie geschockt ich war, als das Licht wieder anging und ich auf dem Schminktisch eine tote Red-Ratte lag. Wer sonst wäre zu so etwas fähig gewesen? Das Vieh war nicht mal erschossen worden. Man hatte ihm den Hals umgedreht und das Licht, die Schlüssel, dazu hat nur Brutus Zugang. Er und der Hausmeister. Ich halte es kaum noch aus. Es war alles so perfekt. Ich wollte nichts weiter als die Aufmerksamkeit eines ganz besonderen Mannes. Nicht die von Brutus. Niemals. Mittlerweile sollte er es wissen, wer er ist. Nichts weiter als ein großes, dummes Ärgernis. Gut, einen noch. Oha. Also sind so eine Zettelchen, Kirsche, die hier überall rumlungern, ne? Zettel oder Aktentaschen, genau, oder so, kann ich mich dran. Schon eine, genau. Okay. Eine Holoband war ja noch, das habe ich auch noch gehabt. Gesehen. Ja. Dinge habe ich hier gehabt, Kirsche, Dinge habe ich gefunden. Wie gesagt, ihr konntet damals bei mir ja auch nicht zuschauen. Frag nur für einen Freund hier, ne? Den beiden, wa? Das sehr gut. Ja, ich meine, diese Rennerei, das können wir so nicht mehr. Also, nee. So, Kirsche, ich habe alles gefunden. Das halten wir so nicht mehr durch. Jetzt kann ich mit Samuel sprechen. Das ist ja. Gut, danke für die Unterstützung. Bei mir zeigt er nur an 5 von 6. Ja, muss Geduld haben. Liebe Kirsche, vielen Dank für deine Unterstützung, Kirsche. Für deine Unterstützung, Kirsche. Diese Sache lässt sich die anderen beiden sitzen nicht rum, so leicht, ne? Loswerden. Doch das Meer sollte sie bereitwillig aufnehmen. Schlepp es bitte zur Rutsche. Es ist ziemlich schwer. Wir haben auf die Bühne aufgepasst, Mann. Ja, genau. Ne? Eben. Falls du Hilfe brauchst, den wichtigsten Job hier gemacht, weißt du? Bereitstehen. Ja, zu gucken, aber. Jetzt muss ich mit Kirsche die Truhe transportieren. Kirsche, hilfst du mir am Band tragen, bitte. Ich muss das ganz alleine machen. Oder die aktuelle Märchenstunde da anhören. Wo muss ich überhaupt hin? Also, meines Erachtens bist du damals hier lang, ja. Hier hinten rum. Starke Männer werden dahin, brauch, wo ich nicht gehen muss. Warte, wir kommen. Genau. Platsch, weg. So, habe ich auch weg. Jetzt kann ich mit Sammy sprechen. Du hättest ja mit anfassen können. Danke, André. Bitte, gerne. Wobei denn, Du hattest doch gar nichts in der Hand. Fandest du ihn erfüllend? Ich finde das gut, dass die Quest kommt. Erik, sag nicht, dass sie schon über eine Woche da oben steht. Das freut mich zu hören. Ja. Freut mich. Echt jetzt? Unser Kunde wartet. Egal. Wir werden ihm die freudige Nachricht überbringen, dass er sich nicht zu sorgen hat. Ronny ist wieder da, Ronny McVento. So Ronny, du bist bestimmt heute wieder Fleißmeise, ne? Sind unsere Kunden überaus erleichtert. Sie wollen das Unliebsame aus der Welt geschafft sehen. Ist es nicht wunderbar für Sie, dass wir Kirsche. Das erreichen? Guck dir das mal an, was hier lang. André schon wieder macht. Ich weiß nicht. Ja, da war's. Aber ich finde das gut, dass wir heute die Quest haben. Das passt. Ich werde einfach mal nur Ja sagen. Ja, Kirsche, und die nächsten Tage, wenn, weil das ja ein bisschen dauert, oder heute sogar noch, dann machen wir das dann halt, dann mache ich einen von euch dann zum Teamleiter und dann macht der das. Das machen wir ruhig nochmal. Ich finde das interessant, weißt du? So, jetzt geh rein. Erik. Bei dir kriegt man aber mehr mit.
Also für die Zuschauer. Ja. Weil wenn wir das machen, dann sehen die Zuschauer nicht, was wir machen müssen. Nein, aber ich würde das ja dann immer erklären. Weißt du, du schreibst mir das immer und so weiter, Kirsche, verstehst? Du schickst mir kleine Bildchen, Kirsche, und ich hau die dann rein. André, ich stand eben in deinem Bad drin. Schön. Cool. Ja, so ist das mit euch, ne? Ein Badsteher. Gerrit, schön, dass du noch reingekommen bist. Ja. Sofort. Warst du denn heute auch auf deinem Bötchen? Nee, schon wieder in Berlin, schon wieder der Bootstag. Aber die Ach, ja, da war ja irgendwas. So, also weiter geht's hier, ihn zu verfolgen, ja? Hier, kleiner Eis haben. Immer ein Eis mit dir. Okay. Einmal Vanille und einmal, Pistazien. Beides ausverkauft. Pistazien. Soll ich nochmal Pistazien sagen? Ist beides ausverkauft. Jetzt ist der Bild schon der wieder. Kunde ist noch nicht da. Also, ach, hier haben wir ja ewig gemeinsame Zeit. Ja, nicht weiter. Mal sehen, ob du ist heute das Glück nicht hast. Wunderbar. Genau, das ging ja nicht. Ich erinnere mich. Idl, idl, dam, dam, da. Hier ist es immer so schön ruhig und friedlich. In den Schatten sieht man uns nicht. Leider holen die Munis nichts mehr ab. Doch die Dinge lassen sich auch anderweitig entsorgen. Okay. Wie du weißt, verschlingt das Meer alles, als wäre es lebendig. Aber nicht nur das Meer. Also warten wir auf den Kunden. Er sollte jeden Augenblick da sein. Okay. So, wir warten jetzt auf den Kunden. Elvira Hutschenrieder. Wer ist das? Ich dachte, du hättest Diskretion garantiert. Hutschenrieder. Ein loyaler Partner. Im Moment quasi eine Verlängerung meines Arms. Also, wenn du auch nur mit deinem kleinen Mann, Stadi, du hast gesagt, Hutschenrüdiger. Ganz schnell. Hab ich gar nicht gesagt. Lange auf. Hast du denn Tomaten in die Ohren? Zur Sorge. Ja. Das kann ich dir versichern. Wir sind direkt hinter dem Laden. Gehen wir rein und bringen die Sache zum Abschluss. Sensation! Du bist noch faszinierender, als ich dachte. Ja, ich muss sie erstmal ansprechen, die sagt ja auch mal was, ne? Okay. Ach, jetzt geht's übrigens im Rückwärtsgang. So, dalle. Freund hat deinen Channel betreten. Einen schönen guten Abend. Hallo Achim. Schönen guten Abend. Hallo. Achim. Achim, Mann. Ich bin da. Achim, nein, du musst nicht so traurig sein, du bist nicht ganz allein. Achim. Immer schauen, wie voll die Welt ist bei euch. Was macht ihr denn da jetzt? Dinge machen sie da. Oh, danke, guter Mann. Du kommst hier nicht durch. Darf ich mal was fragen? Frag mal. Hast du die Rakete gestartet? Steht das bei dir tatsächlich oben Folge Sam? Ja. Ich habe ja einen Marker bei ihr da oben drauf. Aber sie, wo ist aber Sam? Sam ist jetzt Sam da, ist ja. Der andere. Vorhin hatte sie aber den Marker gehabt. Und ich musste jetzt sie erstmal zu Ende abquatschen. Und jetzt ging das tatsächlich. Jetzt muss ich zu Sam. Okay. Würdest du im Hinterzimmer warten, während ich den Papierkram erledige? Jetzt muss ich im Hinterzimmer warten. Es dauert nur eine Minute. Sammy, du. Ah, natürlich. Mach dir darum keine Sorgen. Der Papierkram ist nur eine Kleinigkeit. Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Also diese Aussicht, ne? Guck mal, der hat ein Nasenpiercing drin. Echt? Guten Abend. Hallo Achim, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, hallo. Guten Abend. Grüß dich. Hello again. Gucken. Ist der Achim. Hello again.
Oh. Ja. Gut, dass der Achim kam und ihm. Hilfe! Kann nichts fühlen! Oh Gott! Ist alles in Ordnung? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ist alles in Ordnung? Was ist hier los? Wurde entführt. Ich hoffe, du verzeihst mir. Eine letzte Sache gibt es noch, die ich nicht erwähnt habe, die gesäubert werden muss. Aha. Es sollte eine Überraschung für dich sein. Jetzt bin ich aber gespannt. Die Möglichkeit, dich selbst zu befreien. Aha. Mit mir rein zu sein. Okay. Ich glaube, du bist die Person, nach der ich gesucht habe. Das hat mir unsere gemeinsame Zeit gezeigt. Eine verwandte Seele, die wie ich einen Sinn für den Wert einer ordentlich erledigten Aufgabe hat. Alle losen Enden abgeschnitten, alle Folgen bedacht, ein neuer Anfang für den Kunden und eine saubere Welt. Bis heute hat die Welt dich geächtet, weil du diese Denkweise vertrittst. Doch bei mir musst du dich nicht mehr verstecken. Bring es zu Ende. Sorge für Sauberkeit, damit unser Kunde neu anfangen kann. Angreifen, lass nicht zu, dass du ihn tötest. Ich bin so froh, dass du mich ausgewählt hast. Ich werde diesen Mann gerne töten. Nee, das ist verrückt. Ich gehe. Zu schade. Ich hatte große Hoffnung in dich, in uns. Ist er tot? Ja. Kannst aufstehen, Junge. Wir haben ihn erfolgreich, Erfolgreich, was hast du? Gerettet? Erledigt. Eine weiße arbeiten. Rose haben. Kann man den nicht ausziehen? Das ist. Eine weiße Rose? Oh, sie ist gelandet. Kaffee. Was rumfliegen tun. Okay. Fertig. Jetzt. Ja. Das haben wir geschafft, die Säuberung. Gut, dann aber kann man ich wusste nicht.